Am 8. Juli 2011 startete das US-amerikanische Space Shuttle ins All zum letzten Mal. Das Letzte der Letzten. Eine Ära geht zu Ende, für die NASA und für all ihre Mitarbeiter. Es ist nicht einfach, aufzuhören. Ein letztes Mal können wir einen Blick auf ein Stück Zeitgeschichte werfen. Der Mensch will erforschen. Und das Shuttle hat es uns ermöglicht. Ein Stück Ingenieurskunst. Ein Eindruck einer Technik, die Bilder unseres Planeten und des Universums geliefert hat, die vor 30 Jahren noch unvorstellbar waren. Das war einzigartig. Inspektionsteam vor Ort, die Crew ist angekommen. Mit dem Flug der Atlantis endet ein wichtiger Abschnitt der Raumfahrt. Eines Tages wird es ein technisch noch ausgereifteres Raumschiff geben. Doch mit der letzten Mission des Space Shuttle hatte die NASA eine besondere Aufgabe. Mit dem Flug endet die eindrucksvolle 30-jährige Geschichte des NASA-Programms. Countdown für die Mission beginnt schon ein Jahr zuvor. Die Atlantis muss komplett überholt werden. Jeder Zentimeter von ihr wird genau unter die Lupe genommen. 2000 Techniker überprüfen über 2 Millionen Bauteile und Systemprogramme. Jeder weiß, was dabei auf dem Spiel steht. Schon die geringste Nachlässigkeit könnte eine Katastrophe auslösen. Ferguson, Hurley, Magnus und Walheim, das sind die Namen der letzten Shuttle-Astronauten. Sie treten in die Fußstapfen von Männern und Frauen, die zu den großen Entdeckern der Geschichte zählen. Wir haben fantastische Dinge gemacht. Zum ersten Mal haben wir Satelliten gerettet oder sie draußen im Weltall auf der Umlaufbahn repariert. Die 5 Shuttles der NASA haben nicht nur Menschen und Fracht ins All gebracht, sie haben uns mit vielen Experimenten ein neues Bild von unserem Universum verschafft. Es gab Missionen, um den Jupiter und die Venus zu erforschen. Hubble war das erste große Weltraumteleskop, das wir nach oben gebracht haben. Wie oft wir beim Hubble waren? 4 oder 5 Mal, um es zu reparieren, zu warten oder nachzurüsten. Wir haben sensationelle und erstaunliche Bilder vom Hubble bekommen. Die Geburt von Sternen und deren Tod. Die Entstehung von Galaxien. Der Anfang des Universums. Das Space Shuttle hat uns die Unendlichkeit näher gebracht. Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Jerry Sheehan kam als junger Ingenieur 1973 zum Shuttle-Team. Hier geht's zur Atlantis. Heute trägt er die Verantwortung für den technischen Zustand der Atlantis. Das ist die Front des Orbiters. Das Shuttle ist etwa so groß wie eine Boeing 737, also sehr groß. Man sieht es nur nicht, weil so viele Arbeitsbühnen drumherum stehen,
um es für den Flug vorzubereiten. Das Space Shuttle besteht genau genommen aus drei Komponenten. Das Rückgrat ist der große Außentank. Dann kommen die zwei Feststoffraketen an den Seiten. Der eigentliche Orbiter sitzt obendrauf. Die Magie des Space Shuttles liegt in seiner Größe. Es ist, als würde man eine 737 auf ihr Heck stellen, 2 Millionen Liter Treibstoff einfüllen und ins Weltall schießen. Chris Ferguson ist der letzte Kommandant eines Space Shuttles. Die gesamte Crew besteht aus erfahrenen Astronauten. Willkommen im Pilotenstand. Es sieht hier fast aus wie in einem Linienflugzeug, obwohl es natürlich etwas ganz anderes ist. Nämlich ein Delta-Flügler mit über 100 Tonnen Gewicht. Aber prinzipiell bedient man das Shuttle wie ein Flugzeug. Es gibt sogar einen Steuerknüppel, auch wenn wir nur wenige Minuten im Handbetrieb fliegen. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, den Systemstatus zu kontrollieren. Vor dem Start liegen wir etwa 3 Stunden in unseren Sesseln auf dem Rücken. In dieser Zeit führen die Bodencrew und das Team in Houston eine Unzahl von Systemchecks durch. Alles wird für den Start vorbereitet und in einem bestimmten Zeitfenster erledigt. Für uns gibt es in dieser Zeit nur wenig zu tun. Doch dann geht es los. Kurz vor dem Start wird es hektisch. And then at 31 seconds, 31 Sekunden davor übergeben wir alles den Computern. 7 Sekunden vor dem Abheben starten die Triebwerke. Und dann gibt's kein Zurück. Wenn alles normal abläuft, müssen wir nicht eingreifen. Aber natürlich haben wir lange dafür trainiert, sollten wir beim Start doch selbst übernehmen müssen. Wir können im Handbetrieb fliegen und die Triebwerke steuern. Im Weltall muss man nicht laufen. Man taucht hier einfach durch. In 30 Sekunden kommt man vom mittleren Deck an die Luke, zu der es in die Raumstation geht. Hier am Boden ist das viel schwieriger als in der Schwerelosigkeit. Einfach nur schwerelos zu schweben. Davon träume ich noch immer. Die Shuttles wurden gebaut, um Menschen so oft wie möglich ins All zu bringen, um einen Weg zu unseren benachbarten Planeten zu schaffen. Doch wie jeder Schritt ins Unbekannte war auch dieser gefährlich. 2 der 5 Space Shuttles gingen beim Einsatz verloren, das letzte im Jahr 2003. STS-107, der Einsatz, bei dem wir die Columbia verloren haben, ging eigentlich ganz gut los. Doch dann löste sich beim Start ein großer Brocken Schaumstoff vom Außentank und traf die linke Tragfläche. Es wurde beschlossen, dass es nicht notwendig ist, mit Kameras nach Schäden zu suchen. Also ging die Mission weiter. Ich stand an der Landebahn und wartete auf das Shuttle. Da war eine Uhr, die runterlief und 0 anzeigen sollte, wenn der Orbiter landet. Schließlich stand die Uhr auf 0, aber die Columbia war nicht da. Sie war immer noch irgendwo zwischen dem Weltall und dem Kennedy Space Center. Aber wir wussten nicht, wo. Lässt man dort oben einen Stein fallen, trifft er nach 15 Minuten auf die Erde. Doch dieser Stein war plötzlich weg.
Eine meiner Töchter rief mich an. Sie trainiert in Houston die Astronauten. Sie sagte, Daddy, wir haben den Kontakt verloren. Das war schrecklich. Wir tragen große Trauer in unseren Herzen. Sie wird nachlassen, aber nie ganz verschwinden. Wir werden sie nie vergessen, die Crew der Columbia. Hail Rick, Willie, KC, Mike, Laurel, Dave und Alan. Hail Columbia. Das gesamte Shuttle-Programm wurde auf Eis gelegt, bis die Untersuchungen zum Unglücksfall abgeschlossen waren. Der Start des letzten Shuttles ist noch Monate entfernt, als das Ingenieurteam der Atlantis eine von vielen Kameras montiert. Die Crew soll damit vor dem Wiedereintritt in die Atmosphäre überprüfen, ob es Schäden am Rumpf des Shuttles gibt. Das Unglück der Columbia ist noch nicht aus den Köpfen gewichen. Damals, schon wenige Stunden nach der Tragödie, wurden von der NASA die ersten Untersuchungen eingeleitet. Ich habe ein Team zusammengestellt, das sich schon am Abend um die Bergung kümmern sollte. Es war irgendwie surreal. Ein Orbiter wiegt etwa 100 Tonnen. Wir konnten nur etwa 38 Tonnen bergen. Der Rest war verschwunden. Beim Wiedereintritt verdampft oder in einem See versunken. Wir haben die gefundenen Teile in Form der Columbia ausgelegt. Wir sehen hier die 3D-Rekonstruktion der linken Tragfläche der Columbia. Der Schaden trat am Segment 8 auf, also hier. Wir haben Tests gemacht und einen Schaumstoffblock auf die Tragfläche geschossen. Ich war schockiert. Es gab ein Loch in der Tragfläche. Ich dachte, es würde maximal einen Riss geben und hätte bei einer Wette 1 Million darauf gesetzt. Es war unvorstellbar und es gab keine Zweifel mehr, was passiert war. Überhaupt keine. Durch das Loch in der Tragfläche der Columbia drang beim Wiedereintritt in die Atmosphäre heißes Plasma ein. Der Orbiter wurde buchstäblich auseinandergesprengt. Das Space Shuttle war das vielleicht aufwendigste Fluggerät, das jemals gebaut wurde. Doch nach dem Columbia-Unglück schien seine Zeit abgelaufen zu sein. Wir glauben, dass es höchste Zeit für einen Ersatz oder einen Nachfolger ist. Seit der Columbia-Tragödie gab es 19 erfolgreiche Shuttle-Missionen. Der Einsatz des letzten Orbiters ist eine Ehrenrunde für das gesamte Projekt. Die Crew soll aus nur 4 Astronauten bestehen. Es wird vermutlich ihr letzter Flug ins Weltall sein. Hier ist das mittlere Deck des Shuttles. Hier schlafen, essen wir und verstauen unseren Kram. Wir haben allen Komfort, wie zu Hause. Einen Trennvorhang. Handtuchhaken. Hier wäscht man sich. Man duscht nicht, sondern wäscht sich mit einem Schwamm und trocknet sich ab. Den Rest können Sie sich vorstellen. Während sich die Astronauten auf ihre Aufgaben vorbereiten, kümmern sich tausende Spezialisten im ganzen Land um das Shuttle. In Louisiana wird der gewaltige Außentank gebaut. Er ist das größte Bauteil des gesamten Space Shuttles. Verantwortlicher Ingenieur ist Kirk Drum. Seit 16 Jahren arbeitet er hier. Nun baut er den letzten Tank, der in den Himmel geschossen wird. Die meisten glauben, das ist nur ein großer, orangefarbener Tank. Ich dachte anfangs auch an eine Thermosflasche. Aber das ist weit mehr. Ich will es kaum sagen, aber das ist eine riesige Bombe. Vorne ist der Tank für den flüssigen Sauerstoff. Hier ist der flüssige Wasserstoff. Zusammen bilden sie ein explosives Gemisch, das das Shuttle in den Weltraum bringt.
Beim Start werden insgesamt 700 Tonnen flüssiger Treibstoff gezündet. In nur 8,5 Minuten ist der riesige Tank leer. Wir wiegen ihn jetzt und nehmen die letzten Messwerte. Das ist der letzte unter den letzten. Am Monatsende sperren wir zu. Wir gehen unserer Wege und haben keine Arbeit mehr. Das war's. Es war viel Arbeit, das Ding zusammenzubauen. Viel Schlaf habe ich nicht abbekommen. Aber ich werde es vermissen. Das war ein wichtiger Teil meines Lebens. Danke für all die Arbeit. Auf euch! Für den Transport nach Cape Canaveral wird der Tank auf ein speziell dafür angefertigtes Floß gebracht. Die kleinste Beschädigung beim Beladen kann die gesamte Mission verzögern. Ab jetzt ist Joe Chappett für den Stahlgiganten verantwortlich. Seit 1985 arbeitet er für die NASA. Für viele ist das das Ende ihrer Karriere. Klar, dass Tränen fließen. Das ist schon schwer. Joe hat insgesamt über 40 dieser gewaltigen Tanks geliefert. Das passt hier exakt rein. Das Floß wurde eigens angefertigt, um den Tank zu schützen. Die Jungs orientieren sich an den gelben Linien. Wenn alles passt, wird der Tank gesichert. Egal, wie das Floß schaukelt, der Tank wird nirgendwo dagegen stoßen. Wir überprüfen noch einmal alles und unterzeichnen dann das Transportprotokoll. Thank you very much. Appreciate it. Good luck with everything. Very much. Thank you very much. Great. Zum letzten Mal tritt einer dieser riesigen Tanks seine Reise über den Golf von Mexiko an. Es wird 6 Tage dauern, bis die Halbinsel von Florida umrundet ist und die Ladung das Kennedy Space Center erreicht. Der Außentank wird die 3 Triebwerke des Orbiters mit Treibstoff versorgen. Das sind die letzten Triebwerke, die wir für den Flug vorbereiten. Zum letzten Mal machen wir das, was wir am besten können. Danach legen wir unsere Werkzeuge zur Seite. Mike Cosgrove kümmert sich seit 25 Jahren um die Triebwerke des Shuttles. Er kennt jede winzige Schraube dieser komplizierten Maschinen. Die Triebwerke sind die aufwendigsten Bauteile des ganzen Shuttles. Und sie bergen die meisten Risikofaktoren. Diese Hightech-Maschinen müssen die Atlantis auf beinahe 28.000 Stundenkilometer beschleunigen, um die Erdumlaufbahn zu erreichen. Wenn die Treibgase zusammenkommen und in der Bremskammer gezündet werden, dehnen sie sich in der Düsenöffnung aus. Die Form der Öffnung kontrolliert diese Ausdehnung und lenkt sie in eine Richtung. Das erzeugt den Schub von etwa 30.000 kN. Die Triebwerke müssen absolut exakt eingebaut werden. Der Erfolg der Mission und das Leben der Astronauten sind in Gefahr, wenn das nicht korrekt erledigt wird. Der Countdown für den letzten Start läuft weiter. Techniker und Ingenieure überprüfen nun die etwa 25.000 Kacheln, die den Orbiter beim Wiedereintritt in die Atmosphäre vor der enormen Hitze schützen. Jede Shuttle-Mission birgt Risiken. Auch beim letzten Einsatz muss jede minimale Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Die Kacheln auf der Außenhaut haben von Anfang an Probleme bereitet. Schon bei der ersten Shuttle-Mission 1981, an der Bob Crippen als Pilot teilnahm. Wir kannten die Risiken, dachten aber, wir könnten damit umgehen.
Du sitzt da drin und 7 Sekunden vor dem Start werden die Haupttriebwerke gezündet. Ich habe die Instrumente gecheckt und alles sah gut aus. In diesen Sekunden wird überprüft, ob die Triebwerke richtig laufen. Das Shuttle schwingt hin und her und dann werden die Feststoffraketen gezündet. Dann kommt der große Schub. Wir haben die Klappen geöffnet und ich habe gesehen, dass am Heck einige Kacheln fehlten. Nicht besonders viele vielleicht, ein paar Dutzend. Die Bodencrew machte sich Sorgen wegen der Kacheln an der Unterseite, doch die konnten wir nicht überprüfen. Du kannst ohnehin nichts machen, also denk nicht drüber nach. Das Shuttle tritt mit einer Geschwindigkeit von ca. 8 km pro Sekunde in die Atmosphäre ein. Dabei entstehen Temperaturen, die Stahl zum Schmelzen bringen. Hello, Houston, Columbia's here. Hello, Columbia, Houston's here. How do you read? We're doing Mach 10.3 at 100. And we couldn't agree more, John. Your state vector's good. 199. Warm speed brakes are tracking. Down. Als das erste Shuttle wieder sicher den Erdboden erreicht, sind alle erleichtert. 134 Missionen später genießt die Sicherheit immer noch höchste Priorität. Jeder Zentimeter des Hitzeschildes der Atlantis wird wieder und wieder überprüft. Schon ein kleiner Riss in einer der Kacheln kann eine Katastrophe auslösen. Die gesamte Außenhaut des Shuttles dient dem Hitzeschutz. Beim Wiedereintritt entstehen Temperaturen bis zu 1650 Grad Celsius. Die Nase hier wird besonders belastet. Sie ist mit einem Verbundwerkstoff auf Quarzbasis beschichtet. Hier ist die Kante der Tragfläche. Sie ist mit speziellem Carbon verstärkt. Sehr teuer, aber sehr temperaturbeständig. Für alle Komponenten wie die Hydraulik, Treibstoffleitungen oder Computer gibt es Ersatzsysteme. Aber den Hitzeschild gibt es nur einmal. Wenn der kaputt geht, wird es ein sehr schlechter Tag. Es sind nur noch 3 Monate bis zum Start der Atlantis, als die Feststoffraketen fertiggestellt werden. Wie zwei riesige Silvesterraketen sind sie seitlich am großen Tank befestigt. Ihre gewaltige Schubkraft hilft mit, das Shuttle ins All zu befördern. Gebaut werden die Raketen in Utah. In einzelne Segmente zerlegt werden sie mit dem Zug zum Kennedy's Vehicle Assembly Building gefahren, unter Insidern auch VAB genannt. Wir haben hier einige Kräne, die Crane Crew. Sie ist der Muskel des VAB. Die riesigen Einzelteile werden damit nach oben gehoben. Rodney Wilson kümmert sich seit 23 Jahren um die Feststoffraketen. Er weiß, dass man die empfindlichen Bauteile mit Samthandschuhen anfassen muss. In diesen Segmenten steckt fester Treibstoff. Man muss sehr vorsichtig sein. Einmal gezündet, schießt eine gewaltige Flamme durch die untere Öffnung. Das kann man dann nicht mehr aufhalten. Das läuft dann. Dieses Loch dort unten, da kommt einer der Bolzen rein, die die Last tragen. Den Außentank, das Shuttle und die Raketen. Mächtige Bolzen. The shuttle and its booster itself. It's a strong boat. During the launch time. Beim Start, während des Countdowns, werden diese Bolzen abgesprengt. Explodes the boat and split it in half. And they all alle gleichzeitig. Same time. Okay.
Die beiden Feststoffraketen helfen, das insgesamt etwa 2000 Tonnen schwere Shuttle-System abheben zu lassen. Bereits 2 Minuten später werden sie abgesprengt. Bei klarem Himmel sieht man, wie der Orbiter mit dem Außentank weiterfliegt. Die Feststoffraketen fallen ab und stürzen in den Ozean. Beim Start wartet Joe Chappett mit seinem Team etwa 220 Kilometer vor der Küste, um sie zu bergen. Wir müssen sicherstellen, dass sich keine weiteren Schiffe in der Gegend aufhalten. Aber wenn man den anderen Schiffen klarmacht, dass gleich 80 Tonnen schwere Raketen mit explosivem Gemisch vom Himmel fallen, ändern sie sowieso freiwillig den Kurs. Da ist jeder entgegenkommend. Wenn die Raketen aufprallen, gibt es einen Doppelknall. Das erste Mal ist sehr beeindruckend, das vergisst man nie. Die Raketen landen senkrecht. Sie sind mit Luft gefüllt. Es ist, als würde man in der Badewanne ein leeres Glas umgekehrt eintauchen. Deswegen schwimmen die Raketen auch. Man kann sie aufrecht nicht abschleppen. Wir haben es versucht, aber es ging nicht. Wir müssen sie also waagerecht legen. Mein Job ist, diese Aktion zu steuern. Dazu braucht man Adleraugen. Taucher pumpen von unten Luft rein, um das Wasser zu verdrängen. Die Raketen steigen nach oben, sie kippen, wir leinen sie an und bringen sie nach Hause. Die 2 geborgenen Raketen werden nach Cape Canaveral gebracht. Das Schiffsteam hat diesen Ablauf in 30 Jahren perfektioniert. Im Jahr 1986 jedoch kam alles anders. Ich bin auf dem Meer, seit ich 5 oder 6 Jahre alt bin, auch beim schlechtesten Wetter. Beim Start der Challenger zog eine Kaltfront auf. Wir hatten 2 Tage lang Windgeschwindigkeiten von 120 km/h. Wir konnten mit den Schiffen nicht wenden, sondern mussten in der Welle bleiben. Am 28. Januar morgens war der Start. Es war ein eiskalter Tag, das weiß ich noch. Ich stand mit einigen anderen draußen und habe den Countdown und den Start mitverfolgt. Das Ding gab Gas. Und boom. And boom. 1:15, velocity 2900 feet per second. Ich habe gesehen, was passiert ist. Dachte aber, der Orbiter könnte vielleicht einfach zur Seite weiterfliegen. Aber das war nicht der Fall. Die Flugkontrolle überwacht die Situation. Eine schwere Fehlfunktion. Es gibt keinen Kontakt. Man sah, wie die Teile durch die Atmosphäre nach unten fielen. Sie schlugen auf dem Meer auf. Spezialkameras fingen die Bilder ein. Ingenieure und Wissenschaftler haben den Unglücksfall der Challenger genau untersucht. Filmaufzeichnungen von beinahe 200 Kameras wurden ausgewertet. Wir hatten ein Raumschiff, das wunderbar funktionierte. Was war schiefgelaufen? Der Unfall wurde durch ein Leck in der rechten Feststoffrakete ausgelöst. 7 Astronauten verloren dabei ihr Leben. Als hätte man jemanden aus der Familie verloren.
So denkt hier jeder. Seitdem drückt man vor jedem Start zweimal die Daumen und betet zweimal. Es wird alles getan, um den Vogel sicher in den Himmel zu schicken. Es ist leicht zu verstehen, warum das gesamte Shuttle-Team seine Arbeit so ernst nimmt. Das Leben der Astronauten liegt in den Händen jedes einzelnen der Mitarbeiter. Die Umgebung, in die man sie schickt, ist so feindselig. Wenn das Raumschiff nicht perfekt ist, kommen sie nicht zurück. Jede Auswertung, jede Checkliste, jede Tabelle ist genauso wichtig wie die Bolzen, Nieten und Schrauben. Erst wenn der Papierstapel in den Himmel reicht, ist das Raumschiff startklar. Dem Team bleiben noch 11 Wochen bis zum Start der Atlantis. Bevor der Orbiter zur Rampe transportiert werden kann, müssen die Luken des Frachtraums geschlossen werden. Die großen Klappen sind extrem empfindlich. Wenn sie sich verkeilen oder verspannen, können die Astronauten sie im Weltraum vielleicht nicht mehr öffnen. Das würde die gesamte Mission scheitern lassen. Die Tore sind sehr leicht. Sie sind nicht dafür gedacht, sie bei normaler Erdanziehung zu öffnen. Man kann sie auch nicht mit einem Kran bewegen. Sie sind zu zerbrechlich. Wir nutzen dazu Gegengewichte, Flaschenzüge und Stützstreben. Damit werden die Tore sehr vorsichtig bewegt. Der Frachtraum der Atlantis ist etwa so groß wie ein Bus. Schon bald wird er voll bepackt sein. Das letzte Shuttle transportiert die schwerste Fracht, die wir je hatten. Sie versuchen, so viel wie möglich nach oben zu bekommen. Zum letzten Mal liefert ein Shuttle der NASA Fracht zur internationalen Raumstation ISS. An Bord der Atlantis werden über 11 Tonnen Lebensmittel, Wasser und Ersatzteile transportiert. Es wird Jahre dauern, bis wieder eine ähnliche Frachtmenge ins All befördert werden kann. Die Space Shuttles haben den Großteil der 15 Module der internationalen Raumstation in die Erdumlaufbahn gebracht. Die ISS ist das größte Objekt, das jemals von Menschen im Weltall gebaut wurde. Sie ist ständig besetzt mit internationalen Crews. Für den Startkoordinator Mark Leinberg ist dies der größte Erfolg des Space Shuttles. Die Raumstation ist das Ultimum. Allein ihre Ausmaße und das Gewicht sind enorm. Viele haben bezweifelt, dass wir sie in den Himmel bekommen. Sie jetzt dort oben im Orbit zu sehen, ist fast surreal. Das erinnert mich irgendwie an Star Trek. Wenn man sich die Crew ansieht, die verschiedenen Sprachen und Kulturen, die Essgewohnheiten, das ist eine internationale Raumstation. Einfach großartig. Jetzt fliegen die Franzosen mit ihrem Raumschiff zur Station, die Japaner und natürlich die Russen. Und wir fliegen ein letztes Mal. Die Atlantis ist nun bereit, um mit dem Außentank und den Feststoffraketen verkoppelt zu werden. Sie wird aus dem großen Hangar geschoben, um endgültig für den Start vorbereitet zu werden. Ein bewegender Moment für alle Beteiligten. Die Atlantis, mein Raumschiff. Das ist unsere Belohnung. Wenn sie nach draußen kommt, ist das der Lohn für all unsere Arbeit. Sie sieht etwas zusammengeflickt aus, aber so ist das bei einem wiederverwendbaren Raumschiff. Für mich ist sie wunderschön. Es mag übertrieben klingen, aber wir werden all das hier vermissen. Jetzt können wir den Leuten die Hände schütteln, die ihr halbes Leben lang hier arbeiten. Denen haben wir viel zu verdanken. Moment, ich muss lächeln. Man lächelt und winkt eben. Lieber 4 Stunden trainieren als 2 Stunden lächeln. Das ist einfacher. All diese Menschen arbeiten im Zentrum.
Für sie ist die Arbeit nun zu Ende. Keine Montage mehr, keine Tests. Nicht alle sind Ingenieure, aber alle waren wichtig für das Projekt. Sie haben den Start zusammen möglich gemacht. Und jetzt sehen sie sich zum letzten Mal ihre Arbeit an. Jedem ist das wichtig. Ein unglaubliches Gefühl. Der Orbiter, die Feststoffraketen und der Außentank werden nun miteinander verbunden. Zusammen bilden sie das stärkste Raumschiff, das es je gegeben hat. Die Atlantis muss dazu gut 30 Meter in die Höhe gehoben werden. Ein beeindruckendes Manöver. Das Shuttle wird jetzt gleich aufrecht an dem 175-Tonnen-Kran hängen. Noch ist es an dem Schlitten befestigt, der alles hält. Jetzt wird der Bolzen gezogen und der Orbiter hängt nur noch am Kran. Der Mann dort mit den Händen am Seitenruder stabilisiert das Shuttle. Man kann es jetzt ganz einfach drehen. Einige Milliarden Dollar hängen jetzt an einem einzigen Kran. Wie ein Spielzeugraumschiff wird das riesige Shuttle in Position gebracht. Der Orbiter wird jetzt an den 12 Plattformen vorbei nach unten gelassen. Dabei haben wir 10 bis 15 Zentimeter Spielraum. Das kostet schon Nerven, denn da hängen einige Dollar an dem Seil. Keins ging kaputt. Die Atlantis ist an der riesigen, fahrbaren Plattform befestigt und damit bereit für die Reise ins All. Zum letzten Mal wird ein Shuttle nun die ca. 5 Kilometer bis zur Startrampe gebracht. Ich war beim ersten Shuttle mit dabei und bei allen anderen auch. Als würde dein Kind das Haus verlassen und aufs College gehen. Es ist jetzt selbstständig und geht seiner Wege. Du kannst dann nur hoffen, es gut auf das Leben vorbereitet zu haben. Aber es bleiben immer leichte Zweifel. Genauso fühle ich mich gerade, als würden meine Kinder endgültig das Haus verlassen. Juli 2011 ist es soweit. Mit der Atlantis wird das letzte Space Shuttle überhaupt starten. Für Commander Chris Ferguson und seine Crew geht eine lange Zeit der Vorbereitung zu Ende. Jetzt wird es ernst. In knapp 4 Stunden werden sie ins All geschossen. Wenn die Uhr abgelaufen ist, liegt die gesamte Verantwortung für die Mission in den Händen eines Mannes, Startkoordinator Mike Lineberg. Zusammen mit seinem Team überwacht er den gesamten Vorgang. Mein Job ist es, alle Startkriterien im Auge zu behalten. 22.000 Parameter, die stimmen müssen. Mike ist voll konzentriert. Schon die geringste Abweichung eines Sollwertes muss kontrolliert werden. Nur wenn alles in Ordnung ist, gibt er den Start frei.
Beim Überprüfen der Daten ist man extrem angespannt. Man ist sich der historischen Tragweite dessen bewusst, was man tut. Aber nicht während des Countdowns. Die Computer können nicht alles machen. Irgendjemand muss sagen, ja, wir sind bereit, diese Menschen und dieses Raumschiff heute fliegen zu lassen. Viele, die ihr Leben dem Space Shuttle gewidmet haben, sind heute zur Startrampe gekommen. Sie wollen ein letztes Mal sehen, wie sich die Atlantis in den Himmel schraubt. Da kommen die Astronauten, die Letzten. Ich bin sehr stolz auf sie, wirklich. Ich weiß, wie es den Astronauten geht, wenn sie endlich dort sitzen. Hoffentlich bekommen wir sie nach oben. This is the entity conducting the launch status check and go for launch. Der Countdown wird kurz unterbrochen, damit die Crew und das Startteam noch einige Sätze sprechen können. Dieser letzte Flug ist nach 30 Jahren der krönende Abschluss des Shuttle-Programms der NASA. Es wird viele Jahre dauern, bis die USA wieder selbst Astronauten ins All bringen können. Der Startkoordinator grüßt das beste Team der Welt. Viel Glück für die Crew auf dem letzten Flug dieser amerikanischen Ikone. Vielen Dank an dich und dein Team. Das Shuttle wird für immer die Werte unserer Nation hochhalten. Die Reise geht heute nicht zu Ende. Sie wird nie aufhören. Du und tausende anderer Männer und Frauen haben ihre Herzen und ihr Leben der Forschung gewidmet. Lasst uns noch einmal die Flamme unserer großen Nation hochhalten. Die Crew der Atlantis ist bereit zum Start. Here we go. Come on, baby. Go for main engine start. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. All three engines up and burning. 2, 1, 0, and liftoff! Es ist großartig, Teil dieses Programms gewesen zu sein und jetzt das letzte Shuttle zu sehen. Sehr bewegend. Es wird etwas Neues kommen, etwas Besseres. Aber es wird schwer, das hier zu übertrumpfen. Gerade noch am Boden und nur 8 Minuten später 28.000 km/h. Das Space Shuttle ist eine unglaubliche Maschine. Es ist nicht einfach, aufzuhören. Wir werden die Erinnerungen in uns tragen. Wir haben Menschen und eine Raumstation ins All geschickt. Zu meiner Enkeltochter habe ich gesagt, dein Opa hat sie dort raufgebracht. Das Shuttle besteht nicht nur aus Bauteilen und Treibstoff, sondern auch aus Menschen, die es erschaffen haben. Der Mensch will erforschen und immer neue Schritte gehen, neue Ziele erreichen. Das Shuttle hat uns das ermöglicht. Die Menschen werden ihren Einfallsreichtum weiter nutzen, neue Grenzen überschreiten und weiter ins Weltall vordringen. Doch das Shuttle-Programm wird immer ein Meilenstein in der Geschichte der Menschheit bleiben.